Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf den Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor den nächsten Letzten. Hopp. Aktiv. Kick es auf den Bach. Manuva erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, es liegt 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Spiel von 1946 aktiv. Bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang ein Spiel gesagt. Hopp. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Cup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf den Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Was war, ist vergessen, geht wieder bei Null los und
Da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Vor den nächsten Letzten. Hopp. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz. Auch ja, aus gegebenem Anlass hier wieder eine virtuelle Pressekonferenz. Sie sehen es hinter uns, wir haben große Abstände eingehalten und ausnahmsweise darf ich heute mal der ganzen der Veranstaltung vorstehen sozusagen. Und ich freue mich, dass wir heute auch wieder unseren Präsidenten bei uns haben, Joachim Wagner, der genau eben hinter mir ist. Dann haben wir unseren Geschäftsführer Thomas Sobotzik und von der EVO der Vorstandsvorsitzende Dr. Christoph Meyer. Das freut mich ganz besonders. Ich habe die Presse ja eingeladen, auch in unseren Livestream. Das heißt, Sie haben von mir eine WhatsApp-Nummer bekommen. Sie können gerne Ihre Fragen direkt an mich stellen und das wird auch der Grund sein, weswegen ich des Öfteren mal hier auf das Handy schaue. Nicht, dass es irgendwie anders interpretiert wird. Da wissen Sie, was ich da genau tue. Ja, und jetzt will ich keine lange Vorreden mehr machen. Freue mich auf das erste Statement von unserem Präsidenten Joachim Wagner. Ja, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen. In den doch sehr außergewöhnlichen Zeiten ist es nicht sehr alltäglich, dass man positive Meldungen verkünden kann. Wir haben vor ein paar Wochen schon auch in einer virtuellen Pressekonferenz unser strategisches Investorenmodell kommunizieren können, was im Grunde für uns auch eine sehr positive Nachricht war. Heute folgt eine weitere positive Nachricht für den OFC. Wir werden heute im Anschluss an unsere Ansprachen den Sponsorenvertrag zwischen der EVO und dem OFC verlängern, würden es gerne im Rahmen dieser Pressekonferenz dann auch übermitteln. Wir sind sehr dankbar darüber, muss ich ganz eindeutig sagen, dass wir so einen hervorragenden Partner haben wie die EVO, die uns jetzt schon seit vielen Jahren begleitet, unterstützt, uns fördert, uns zur Seite steht. Und das nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten, sind mit uns durch die Insolvenz gegangen, was, denke ich, sehr außergewöhnlich ist. Und auch die Gespräche, die wir jetzt geführt haben, wurden nicht ansatzweise unterbrochen in der Phase dieser
doch großen Krise, die wir ja gerade in unserer Gesellschaft haben, sondern wir sind zielorientiert im Grunde durch die Gespräche durchgegangen, haben das sehr einvernehmlich lösen können und freuen uns, dass wir auch weiterhin auf die Unterstützung der EVO bauen dürfen. Das ist ein großes Geschenk für uns. Und gerade in den Zeiten, in denen es sehr schwer fällt zu planen als Fußballverein, der faktisch ohne Unterstützung dasteht, ist es natürlich umso wichtiger, solche Eckpfeiler zu haben, die auch beständig einem an der Seite stehen. Und deswegen ist das für uns ein wichtiger Eckpfeiler, den wir dadurch setzen. Und ja, ich kann mich nur wiederholen, sind da sehr dankbar darüber. Vielen Dank an die EVO. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fußballfans, liebe Mitarbeiterinnen der EVO, sehr geehrter Herr Wagner, sehr geehrter Herr Sobotzik, auch ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Für mich ist es auch eine Premiere, die erste virtuelle Pressekonferenz, aber meine in Zeiten, die einen so überraschen, die einen so mit neuen Dingen, mit der neuen Herausforderung einem gegenüberstellen, ist das ja auch inzwischen nichts mehr Besonderes, so neue Ergebnisse. Also wir freuen uns auch wirklich sehr, ich persönlich freue mich, dass wir zu diesem guten Ergebnis gekommen sind, dass wir hier in alter partnerschaftlicher Zusammenarbeit eine sehr gute Lösung gefunden haben, auch in diesen schwierigen Zeiten, und den Hauptsponsoring-Vertrag mit der EVO und den Offenbacher Kickers für 2 Jahre. Und ich glaube, das möchte ich auch noch mal betonen, für 2 Jahre verlängern. Er gilt dann bis Mitte 2022. Wir sind seit 2001 Partner, also das 20-Jährige steht uns bevor im nächsten Jahr. Das ist eine lange Zeit für den Fußball, absolut ungewöhnlich. Ich habe mal nachgeguckt, 2001 haben wir in der Regionalliga zusammen angefangen, sind dann bis in die zweite Bundesliga gemeinsam raufgekommen, gab aber auch Abstiege, gab auch das Thema Insolvenz, Sie hatten es gerade erwähnt. Aber wir haben das gemeinsam durchgestanden und das ist sicherlich nichts Selbstverständliches. Vielleicht fragt man sich, warum haben wir das gemacht als EVO? Ganz einfach, unser Herz schlägt für Offenbach, für Stadt Offenbach, für Kreis Offenbach. Und man muss auch sagen, der OFC ist nun mal eine Klasse für sich, ganz unabhängig von welcher Liga. Jetzt wollen wir gemeinsam wieder bessere Zeiten erleben. Wir haben ja schon mal Wege, habe ich ja gerade gesagt, wohin man es gemeinsam geschafft hat. Das muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Und sind da ganz auch optimistisch. Vielleicht nochmal auch die Frage, die mir gestellt wurde, warum haben wir den Vertrag jetzt gerade fortgesetzt? Gerade in Zeiten, Herr Wagner hat es angesprochen, Corona, ist ja alles nicht einfach, glaube ich. Wir alle haben unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen. Niemand weiß genau, wann der Fußballbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Hoffentlich so schnell wie möglich ist die gesundheitlichen, hygienischen Rahmenbedingungen ermöglichen, wann dann auch wieder hier Zuschauer auf den Biberaberg kommen. Und ich sage Ihnen, genau wegen dieser Unsicherheiten haben wir ihn jetzt verlängert. Wir sind dem Verein treu geblieben und wir wollten es auch weiter. Und ich glaube, gerade in so Zeiten wie Corona ist es wichtig, auch positive Signale zu senden. Und als Unternehmen steht für uns ja nicht das kurzfristige Engagement im Vordergrund, sondern wir sind beständig, setzen auf Konstanz und wollen hier auch diese Partnerschaft fortsetzen. Und das ist gerade in Zeiten von Corona, glaube ich, sehr wichtig, hier verlässlich und dauerhaft gemeinsam als Partner zusammenzuarbeiten und nicht erst sofort beim ersten Gegenwind die Segel zu streichen. Denn wir sind in Offenbach, in der gesamten Region, tief verwurzelt. Hier leben die Familien unserer Mitarbeiter, unsere Geschäftspartner sind hier unsere Kunden. Und deswegen ist es für uns selbstverständlich, uns auch hier finanziell zu engagieren. Lieber Herr Wagner, lieber Herr Sobotzik, es haben uns aber auch andere Gründe bewogen, die Partnerschaft fortzusetzen. Wir sehen das große Engagement, das das neue Präsidium und die neue Geschäftsführung in den Verein investieren, an den Tag legen und damit auch den Verein voranbringen. Der OFC steht heute auf soliden Füßen, trotz der Corona-Krise. Und das ist, das weiß jeder von Ihnen, der auch vielleicht noch stärker als ich in die Vergangenheit zurückblicken kann, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es wird seriös und konzentriert gearbeitet. Auch, glaube ich, ein Fortschritt gegenüber der einen oder anderen Situation in der Vergangenheit. Es gibt ein starkes Team um den Präsidenten, um Sie, Herr Joachim Wagner. Und Sie haben da auch die Unterstützung der Fans und der Sponsoren verdient.
Und wir hoffen, dass es zumindest einen herausragenden Saisonstart in der nächsten Saison geht, die dann hoffentlich auch funktioniert und losgeht und wir als Fans begeisternde und viele Spiele und Tore sehen können. Vielleicht noch ein Wort, was mir ganz wichtig ist, nämlich unser Engagement, gemeinsames Engagement in den EFOS Kids Camps. Das ist ja ein wirklich toller Erfolg und das wollen wir auch absichern. Das ist für uns wichtig. Es ist eine super, super, super Jugendförderung und damit können auch zukünftig Jungen und Mädchen hier in der Region von dem Trainerteam der Kickers in Technik und Taktik sich schulen lassen. Da sind die angehenden Fußballer wirklich in ausgezeichneten Händen. Ich habe das mehrfach selbst gesehen, als ich die Gelegenheit hatte, diese Termine zu besuchen und mir das anzuschauen. Und auf jeden Fall, eins kann man sicher sagen, die EFO Kickers Kids Camps sind erstligatauglich. Bei unseren Verlosungen bewerben sich teilweise bis zu 200 Kinder auf die 30 Plätze, auch aus dem weiten Umkreis. Und ich glaube, allein diese starke Nachfrage spricht völlig für die Attraktivität des Angebots. Und deswegen freue ich mich ganz besonders persönlich, dass diese Camps auch fortgeführt werden. Zum Abschluss ist mir noch ein Hinweis wichtig. Weil uns als EFO die Region an der Hand am Herzen liegt, haben wir unser Vereinssponsoring in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet. Denn wir als Gesellschaft und nicht nur in Zeiten wie diesen, aber auch gerade besonders in Zeiten wie diesen, wir leben von Ehrenamt, wir leben vom Engagement der Bürger füreinander. Und darauf basiert unsere Gesellschaft und die Vereine, Sportvereine insbesondere, sind eine ganz zentrale Baustein für dieses Kernelement in der Gesellschaft. Und deswegen unterstützen wir Vereine in Stadt und Kreis Offenbach seit vielen Jahren finanziell unter die Arme. Wir greifen unter die Arme, fördern ihre Projekte, vielleicht als Beispiele den alljährlichen Sponsoring-Wettbewerb, unsere mobile Bühne, das Trikotsponsoring, von dem jedes Jahr rund 100 Vereine profitieren. Und leider müssen wir die Veranstaltung absagen, in der wir das normalerweise übergeben. Aber natürlich erhalten die Vereine auch diesmal auf anderem Wege die entsprechenden Gutscheine, um dann die Trikots einsammeln und sich bekommen zu können. Und wir werden in diesem Engagement auch nicht nachlassen. Ganz im Gegenteil. Gerade in solchen Krisenzeiten ist Solidarität gefragt und wir bereiten auch gerade ein neues Projekt vor und vielleicht dann als letztes ganz zum Abschluss die Bitte an Sie, schauen Sie doch einfach mal am Samstag in die Offenbach-Post, da wird es mehr zu diesem Thema geben. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, herzlichen Dank an Sie, Herr Wagner, Herr Sobotzek, für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Dr. Mayer, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für diesen Vertrauensvorschuss. Als ich hier in Offenbach Anfang November angefangen habe, so habe ich im Rahmen der Pressekonferenz einige Werte auch kundgetan, für die wir auch als OFC stehen wollen. Ich habe damals von Loyalität, Leidenschaft, Mentalität gesprochen. All das sind, wie ich finde, Werte, die, für die Sie auch stehen, für die Ihr Unternehmen steht. Und einer meiner ersten Termine war dann in der EVO-Zentrale. Und ich habe sehr schnell gespürt, dass wir dort auf einer Wellenlänge liegen, dass das sehr gut funktionieren kann, wenn auch ich schon in Ihren Augen vielleicht eine gewisse Skepsis bemerkt habe, als ich von unseren Plänen erzählt habe, was wir alles vorhaben, in meiner, ich sage mal, leidenschaftlichen Art. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass mit jedem Gespräch, was wir fortgeführt haben, das Vertrauen gewachsen ist und Sie auch gemerkt haben, dass da einer ist, der nicht nur blabbert, sondern das wirklich auch in die Tat umsetzen will. Und wenn ich von Vertrauensvorschuss spreche, dann empfinde ich das genauso, denn Sie setzen natürlich großes Vertrauen in uns, dass wir das, was wir so an Worten von uns geben, wirklich auch vorleben und jeden Tag mit gutem Beispiel vorangehen. Da können Sie sich darauf verlassen, das werden wir tun. Wir freuen uns sehr über diese Zusage in dieser sehr schwierigen Zeit und dies ist ein Signal an uns als Verein, aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter und Spieler in unseren Reihen, der stolz ist, für diesen Verein tätig sein zu dürfen. Vielen Dank und ich freue mich wirklich auf die Zukunft.
Ja, vielen Dank für die ersten Statements, Herr Dr. Meyer, Joachim Wagner, Thomas Sobotzik. Die Presse ist auch dabei, so ein bisschen erst einmal alles zu hören und dann sich vorzubereiten auf die Fragen. Das heißt, im Moment ist noch keine aktuelle Frage eingegangen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Fragen wahrscheinlich textartig formuliert werden. Aber ich sage das an dieser Stelle auch nochmal, Sie können gerne auch eine Sprachnachricht machen. Das können wir hier übers Mikrofon gerne abnehmen. Ich sehe aber gerade, dass der erste Vertreter, das wird wahrscheinlich auch wieder die Offenbach-Post sein. Das ist sehr schön, das ist Jörg Moll, er ist fleißig am Schreiben, das kann man also schon sehen, insofern überbrücke ich ein bisschen und sage auch an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die EVO. Gerade, ich will einen kleinen Teilaspekt herausstellen, den Sie eben genannt haben. Das waren nämlich die Camps für die Kids und das ist unwahrscheinlich, was das mit den Kids auch macht, was das für eine Langzeitwirkung hat, was das für eine soziale Auswirkungen hat im positiven Sinne. Da erinnern die sich noch 15 Jahre dann zurück und das macht immer Spaß, wenn die Kids dann eben auch hier sind. Und jetzt habe ich es angekündigt, in der Tat, die Offenbach-Post ist am schnellsten. Jörg Moll, erste Frage. Die Vereinbarung geht über 2 Jahre, zuletzt immer nur 1 Jahr. Ein Zeichen des Vertrauens? Fragezeichen? Ja, natürlich. Ich glaube, wichtig ist es für einen Verein, langfristig planen zu können. Und ich glaube, da hat das neue Präsidium unter Führung von Herrn Wagner ja auch eine Menge wichtiger Eckpfeiler eingerammt. Und wir versuchen damit auch einen Beitrag dazu leisten, wirklich jetzt Planungssicherheit für die nächsten 2 Jahre als Grundlage für den sportlichen Erfolg zu legen. Ja, vielen Dank. Da sehe ich schon, dass weiter geschrieben wird. Müssen wir uns noch ein klein wenig gedulden, sei denn es gibt vielleicht noch Ergänzungen vom Podium. Ich könnte da gerne noch was dazu sagen. Gerne. Was Herr Dr. Meyer vorhin sagte, finde ich extrem wichtig und so denken auch wir in dem Verein mittlerweile, dass wir nicht den kurzfristigen Erfolg hinterherrennen, sondern dass wir wirklich versuchen, hier Strukturen zu schaffen, dass wir Dinge nachhaltig verändern wollen, dass wir eine wirtschaftliche Basis schaffen wollen, auf der es dann im Grunde aufsetzen zu gilt, um dann auch sportlichen Erfolg zu haben. Und deswegen war es uns ein Wunsch und die EVO hat da sehr spontan auch zugesagt, dass wir das Ganze jetzt nicht ganz, ganz kurzfristig, sprich wieder für 1 Jahr nur machen, sondern auch für 2 Jahre. Das ist ein großer Vertrauensvorsprung, den wir dort genießen, der uns auch hilft, im Grunde perspektivisch zu arbeiten. Denn ich glaube, wir haben zu lange hier in dem Verein nur kurzfristig gedacht. Aber kurzfristig wird man, glaube ich, im Sport nicht unbedingt weiterkommen, wie man jetzt auch diese Saison wieder sieht. Das heißt, man muss einfach nachhaltig arbeiten, nachhaltig agieren. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns. Ja, Manfred Schäfer, Bild-Zeitung. Ändert sich was an der Höhe der Zuwendungen? Wir haben beide uns darauf geeinigt, nicht über Inhalte zu sprechen, die monetär begründet sind. Ich glaube, das gehört hier nicht hin. Okay, die gleiche Frage kommt auch nochmal von Jörg Moll. An Herrn Meyer war das jetzt gestellt, aber klar, das haben wir im Grunde jetzt beantwortet, was die Konditionen angeht. Weiß nicht, muss man da noch was ergänzen? Nein, muss man nicht ergänzen, aber es wird weiter geschrieben, sehe ich. Also insofern werden wir ihr uns noch ein bisschen gedulden und dann gleich die nächste Frage auch weitergeben. Ja, in diesen Zeiten muss man auf alle diese Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Deswegen haben wir jetzt diese Virtualität genutzt und hier auch die Presse ganz gesondert eingeladen. Nicht nur in den Livestream, sondern eben auch in die WhatsApp-Gruppe. So, und ja, also jetzt hat ein Redakteur ein technisches Problem. Aber gleich, denke ich, wird es weitergehen. Läuft aber alles gut. Ja. Ich sehe auch, dass fleißig diskutiert wird im Chat. Da ist auch große Freude. Also es sind doch einige hundert Leute hier dabei, über die Presse hinaus. Also insofern auch hier große Freude. Ja, jetzt sagt er, ist wieder da. Und dann wird sicherlich gleich die nächste Frage kommen. Da warten wir natürlich drauf.
Vielleicht kann ich noch eine Frage stellen in der Zwischenzeit. Gibt es Änderungen, was den Umfang angeht, also jetzt zum Beispiel was Bande und diese Sachen angeht, oder ist das im Wesentlichen so gleich geblieben? Das ist im Wesentlichen gleich geblieben. Mhm, ja. Gut, dann frage ich nochmal an die Presse. Schneller geht es natürlich mit einer Voice-Nachricht, aber jetzt kommt wieder was, okay. Es ist schön, dass man sieht, wenn geschrieben wird, dann ahnt man, dass gleich weitergehen kann. Und dann machen wir das so. Ja, also hier nochmal die Frage, ach so, weil er kurz rausgeflogen war aus dem Stream. Die Konditionen haben sich nicht geändert, das kann ich an dieser Stelle bestätigen. Das wurde von OFC-Seiten und auch von EVO eben nochmal gesagt, dass wir nicht über die Konditionen sprechen. Das wurde gesagt. Ne? Also es wurde nichts über die Konditionen gesagt. Also er fragt explizit nach, haben sich die Konditionen geändert? Und darauf haben wir ein sehr klares Statement bekommen. Da wurde stillschweigend drüber vereinbart. Aber es kommt eine weitere Frage. So, Frage an Herrn Wagner. Was bedeutet der Abschluss für weitere Planungen? Ja, es ist natürlich, ich hatte schon eingangs gesagt, es hilft uns natürlich extrem, eine gewisse Planungssicherheit zu haben in den doch sehr planungsschwierigen Zeiten, weil wir nicht wissen, wann es wieder weitergeht. Geht es weiter? Wir sind gedanklich schon sehr stark damit beschäftigt, die neue Saison zu planen, wann auch immer sie anfängt, aber letztendlich können wir natürlich auch nur mit den Geldern planen, die wir auch wirklich haben. Und deswegen hilft uns das extrem für die Aufstellung bzw. eine Budgetierung für die neue Saison. Und da sind wir gerade massiv beschäftigt. Mhm. Da wir auch hier jetzt gleich wieder ein bisschen warten müssen, habe ich hier noch was Interessantes auch aus dem Chat, hat aber eigentlich jetzt nichts ganz direkt hiermit zu tun. Da ging es darum, und das war auch das große Thema, ich denke, das können wir an dieser Stelle aufklären, an den Seiten des Stadions ist der Sparda-Bank Hessen Schriftzug weg, Renovierung oder neuer Name, können wir sagen, da kommt einfach neuer, also Schriftzug, kein neuer Name hin. Ja, also diese Folie, die da drin ist, ich bin jetzt kein Fachmann, ich glaube, es ist sogar ein Stoff, das musste irgendwie erneuert werden und das wird in den nächsten Tagen wieder richtig schick aussehen. So, glaube ich, kann man es richtig sagen. Ja. Okay, jetzt haben wir hier noch, Frage an Thomas Sobotzik von Jörg Moll Offenbach Post. Kann diese Verlängerung Signalwirkung für andere Partner haben? Nicht nur kann, sie wird auch oder hat auch Signalwirkung für andere Partner, denn das ist natürlich nicht nur ein kleines Zeichen, wenn der Hauptsponsor ihm dann in dieser Zeit den Vertrag verlängert und nicht nur das, sondern eben dann abweichend von der Gewohnheit der letzten Jahre eben dann längerfristig. Das ist, hat schon eine Aussagekraft, aber es hat jetzt nicht nur Auswirkungen auf die Partner, sondern ich merke ganz deutlich, dass die Nachfragen von potenziellen neuen Spielern, den aktuellen Spielern, weil man sich mit denen unterhält, natürlich auch in Richtung Verlässlichkeit zielen. Ja, also das, man hat nicht nur in der Gesellschaft, sondern logischerweise auch bei den Mitarbeitern, bei möglichen neuen Mitarbeitern einfach schon auch Fragezeichen, wie man durch so eine Situation durchkommt. Deshalb ist es schon auch ein Zeichen. Ich habe das schon in meinen Gesprächen so mal vorab, wo ich konnte, angekündigt, dass da nächste Woche was kommen wird, dass man jetzt nicht nur meine Lippenbekenntnisse dann auch als Beweis hat, sondern dass da was Konkretes kommen wird. Und das tut uns natürlich allen gut und gibt natürlich auch dann etwas Handfestes an alle, die mit uns zu tun haben oder vielleicht auch künftig zu tun haben werden. Frage an Herrn Dr. Meyer, Jörg Moll, Offenbach Post nochmal. Wo sehen Sie denn den OFC in 2 Jahren? Auf einer guten Position. Also ich bin jetzt wirklich nicht der Fußballfan im Sinne von und Experte, der da den besten Einblick hat.
aber ich glaube, es gibt da nach oben eine Menge Potenzial und wir sollten gemeinsam versuchen, das so weit wie möglich zu nutzen. Mhm. Es wird weiter hier geschrieben und ich glaube, ich habe auch schon ein Zeichen bekommen. Wir können eigentlich das wunderbar überbrücken, indem wir das jetzt vorwegnehmen, was wir ohnehin machen wollten, nämlich die Vertragsunterzeichnung. Da haben wir Herrn Hoffmann von der EVO und da kann das nämlich jetzt hier im Hintergrund stattfinden und Sie sind sozusagen Zeuge hier live bei der Vertragsunterzeichnung und ich gucke dann mal, ob wir weiteres haben. Ja, da kommt noch was. So, und was macht eigentlich eine solche Partnerschaft für die EVO auch nach 19 Jahren noch so reizvoll? Was macht sie so reizvoll? Ich glaube, der OFC ist wirklich ein Symbol für die Region, eine feste Konstante für die Region, für die Stadt, für die vielen Fans im Landkreis und darüber hinaus. Und insofern wirklich auch ein guter Partner für uns, weil er da für Werte, für Werte steht, die wir auch vermitteln. Also Bötzig, Herr Wagner haben das ja auch angesprochen. Und insofern ist das, glaube ich, etwas, was nach 20 Jahren wirklich gut zusammenpasst. Und deswegen waren wir auch sehr froh, dass wir dieser Geschichte gemeinsam weiterschreiben können. Ich schaue noch einmal. Im Moment, glaube ich, bewegt sich da nichts. Die Vertragsunterzeichnung ist auch schon vonstatten gegangen. Ja, trocken Tüchern, ja. Dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Und dann darf ich mich ohne, na, da kommt doch noch was. Also warten wir noch, einen haben wir noch. Also, er schreibt meinerseits okay. Also, das ist offenbar Post ist zufrieden. Und wie gesagt, im Chat auch ganz, ganz positive Beifallsbekundungen für die EVO und auch für den OFC. Ja, und dann soll es das gewesen sein an dieser Stelle. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und dass Sie über uns berichten wollen. Ich darf mich verabschieden mit rot-weißen Grüßen. Tschüss. We'll be right back.